Mahlzeit Leute, Kevin hier am Start und willkommen zu einem neuen FIFA 14 Wager Match, diesmal wieder um 2 Millionen und ich begrüße den heutigen Teilnehmer, der sich mal selber vorstellen kann. Hallo, ich bin der Niklas, 15 Jahre alt und spiele gegen Kevin. Genau, es geht darum, dass ich Ibra setze und er 1 Million Coins, ja? So war es doch. Ja. Und da habe ich eine kleine Frage, vielleicht weißt du das auch. Beim letzten hatte ich ja im Video gesagt, dass es um 1 Million geht, aber in den Titel habe ich geschrieben 2 Millionen. Das lag daran, dass ich dann im Nachhinein der Meinung war, dass so ein Wager-Match, dass der Wert zusammengenommen wird und der Wert sozusagen genannt wird. Das heißt, wenn beispielsweise Pelé gegen Pelé gesetzt wird, ja? Dann sind es 30 Millionen und nicht 15 Millionen, oder? Und wenn Ibra gegen Ibra gesetzt wird, dann ist es ja rund 1 Million kostet Ibra. Das heißt, 2 Ibras sind 2 Millionen. Ist das dann ein 2 Millionen Wager oder nur ein 1 Millionen Wager? Weißt du das? Nee. Okay, dann mal eine Frage an euch. Ich bin mal gespannt auf eure Antworten. Ich glaube, dass das zusammengezählt wird. Ich werde es bei diesem Video nochmal so machen und sollte ich falsch liegen, wird es dann ab dem nächsten Wager-Match anders laufen. Und ja, dann wollen wir mal anfangen, wa? Wen haben wir denn da? Agüero, Jovetic, Nasri, Sharawi, Lucas, Marquisio, Matuidi, Ogbonna, Chiellini, Silva, Sirigu. Was mir schon mal gefällt, du hast eine Dreierabwehr, was mir nicht gefällt, du hast Sirigu im Tor. Und Jovetic gefällt mir auch nicht. Und Agüero? Agüero, muss ich sagen, fand ich selber nicht so gut und fand ich auch nicht so gefährlich, wo ich immer gegen den gespielt habe. Aber kommt natürlich immer auf den Spieler an. Also gutes Spiel. Ja, die auch. Dann wollen wir mal hier. Komm, hinterher da, hinterher. Das ist bloß Sharawi. Ich bitte euch, ey! Genau, Alex. Muss er erst klären. Der Fels, Junge, der Fels. In der Brandung. Und lauft durch. Lauf durch, Messi! Zack! Nein! Ronaldo! Ja! 1-0 in der 6. Minute. War aber glücklich, ja? Deshalb freue ich mich mal nicht zu sehr. Du bist nervös, ja? Ja. Das merke ich schon, weil du redest kein Wort. Ja. Nee, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Dafür bin ich ja da. Zack! Oh. Ah, komm, hast du! Nicht. Lapo. Nein. Nein, Sirigu hast du nicht. Das war jetzt übelst komisch, Alter. Was war da gerade? Keine Ahnung. Das ging auf einmal so schnell. Ach, das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Jetzt machen die Verteidiger, sind auf einmal wieder hier gelähmt oder was? Komm, dränge den weg! Da hätte jetzt irgendwas kaputt geschlagen, Alter. Will das Silva mich eigentlich verarschen? Was ist hier los mit der Abwehr? Oh mein Gott! Ich spiel den Ball jetzt vor, mein Gott! Ach, das ist doch zum Kotzen, ey. Das. Ruhig bleiben. Dann wird das schon. Oh, Skype ist abgekackt. Och mein Gott. Was ist jetzt? Oh, sein Internet. Also fliegt er hier auch gleich. Ich weiß nicht, Leute. Skype ist offline. Top Sache auf jeden Fall. Aber in FIFA ist er noch nicht rausgeflogen. Wie scheint. Los, spielen einfach weiter, genau. Jetzt bin ich alleine. Aber vielleicht kann ich mich da besser konzentrieren. Jawoll! Was für ein Lucky Goal, Alter! Meine Fresse! Das müssen wir uns nochmal angucken. Das war einfach Legend. Gleich kommt der. Danke, Herr Verteidiger, wer auch immer du warst. Ich kann eine Niederlage nicht verkraften bei so einem Wert. Oh mein Gott, Sirigu, willst du mich rollen? Ey, die machen nichts hier gerade. Ich weiß nicht, was hier los ist. Durch. Und Pfeffer! Ja! Maria! Puh.
Boah, der bleibt übrigens im Team. Der kommt aber auf eine andere Posi. Boah, ich freue mich schon aufs neue Team, ganz ehrlich. Von Ibra kommt nichts mehr. Und Rona, auf Ronaldo, jetzt zieh durch. Zeig, was du kannst. Ja, nein! Sirigu kommt noch dran. Oh, der ist einfach zu groß. Komm nach vorne, die Hütte. Verlängern. Jawohl. Und der stand wieder zu weit hinten. Ey. Irgendwie ist das Stellungsspiel hier in dem Match gerade sehr merkwürdig. Sag nicht, der fliegt jetzt raus, Alter. Will der mich rollen? Ey, das ist 86. Minute. Ich fass es nicht. 86. Minute fliegt der raus. Ich bin gerade ratlos. Ist das jetzt ein Sieg oder nicht? Das muss ich mal mit ihmchen besprechen. Wir hören uns gleich wieder. Ich kann ja schneiden, zum Glück. Jo. Ja. Laptop ist abgestürzt, weil er sich Updates runterladen muss und PlayStation nicht freest. Also Laptop abgestürzt und PlayStation freest. Ich bin noch in der Aufnahme, ja. Du bist jetzt wieder drin in der Aufnahme. Jetzt ist die Frage, ist das ein Sieg oder ist das keiner? Einerseits kann man jetzt sagen, gut, da wäre vielleicht noch ein Tor gefallen. Andererseits war das Spiel schon so gut wie vorbei. Von der einen Seite her wäre es unfair, mir gegenüber den Sieg nicht anzuerkennen. Andererseits war ja noch ein paar Minuten Zeit. Weiß ich nicht, sag du was. Ja, oder das Spiel halt nochmal, dass du einen Tor Vorsprung bekommst oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht. In meinen Augen war das Spiel schon so wie rum. Und ich war noch dazu im Angriff. Das ist scheiße, sowas. Aber da kann ja keiner was für. Ja, sag was jetzt. Ja, wir können halt nochmal spielen, wenn du willst, dass du einen Torvorsprung bekommst. Ja, dann spielen wir nochmal mit einem Torvorsprung. Habt ihr es gehört, Leute? Das ganze Spiel war umsonst. So, weiter geht's. Wir haben noch eine Abmachung getroffen. Und zwar, wenn seine Playse jetzt nochmal freest, habe ich automatisch gewonnen. Scheißegal, wie es steht. Weil dann müsste ich ein drittes Mal anfangen. Und das wäre ungerecht, finde ich. Von daher bist du damit einverstanden, ja? Ja. Das heißt, wir starten jetzt flott. Und du machst zu Beginn an ein Eigentor, damit ich das Tor Vorsprung habe. Ja. Und der Rest wird sich dann zeigen. Also habt ihr mal ein etwas längeres Wager-Match, wie es für gewöhnlich ist. Mal schauen, ich werde es aber so schneiden, dass es nicht ewig lang geht. So, das Team kennt ihr schon. So, los geht's. Und du machst direkt das Eigentor. Weil ein 3:2 jetzt hier mit Eigentore machen, würde einfach zu lange dauern. Von daher reicht ja eins. So, dann nochmal gutes Spiel. Ja, die auch. Und auf eine starke Playsee. Wenn ich jetzt verliere, ich raste sowas von aus. Das kannst du dir auch nicht vorstellen. Ja, bin ich auch. Ey, Alves, spinne nicht rum, Mann! Wollen die Hurensöhne mich verarschen? Was war das? Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich drück Pass und die machen einfach nichts. Ich sehe schon, dass ich hier verliere. Ist auch keine Chance da. Ich will mir doch nicht weismachen, dass ich jetzt hier auf einmal keinen anstehenden Angriff hinkriege. Den hatte ich noch nicht mal angewählt. Der schießt den Ball zurück. Na, das war's. Braucht man nicht mal weiterspielen. Guck dir die Abwehr an. Hat sich erledigt, hast gewonnen.
Kevin Jo? Hallo? Mahlzeit Leute, Kevin hier am Start und willkommen zu meinem ersten Wager-Match in FIFA 14. Ich hoffe, Wager wird so ausgesprochen oder heißt es Wager, Philipp? Ja, ich weiß nicht, ich sage immer Wager, aber... Ich eigentlich auch. Ich kenne das auch so von KSI, die sagen glaube ich auch Wager. Und ja, wie ihr schon im Titel seht, geht es heute um knapp 1 Million, denn ich setze Ibra und Philipp setzt Messi. Und da das nicht jeden Tag vorkommt, dachte ich mir, ich mache mal ein Video draus.